Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Speedbuild hier in Planet Zoo. Heute bauen wir endlich weiter in unserem Waterside Zoo. Aber Leute, ich muss mich jetzt erstmal nochmal richtig kräftig bei euch bedanken. Die letzten beiden Videos zu unserem Waterside Zoo im Speedbuild sind wirklich mega gut angekommen. Das erste Video hat glaube ich schon über 1000 Likes, was wirklich richtig heftig ist. Ich habe mich mega gefreut. Vielen, vielen Dank an jeden, der das Video geschaut hat, an jeden, der das Video geteilt hat und geliked hat. Ihr seid die Besten und das motiviert natürlich, weiterzubauen und den Zoo hoffentlich dann auch irgendwann zu einem Abschluss zu kriegen. Heute machen wir uns wieder an das nächste Gehege für das nächste Tier und das sind die Kegelrobben. Im Hintergrund seht ihr mich schon fleißig, wie ich hier den Grundriss für das Gehege schon mal einzeichne. Das Ganze war geplant wie so eine, ja, 8 kann man fast sagen. Also der Weg ist, schlängelt sich einmal da wie so ein S dadurch und das Gehege sollte dann von der Form ungefähr eine 8 ergeben am Ende. Da das Ganze etwas aufwendiger war als die beiden Gehege zuvor, habe ich mich dazu entschieden, jetzt erstmal in der ersten Folge den ersten Teil von dem Gehege fertigzustellen. Und in der nächsten Folge seht ihr dann, wie ich den zweiten Part von dem Gehege dann bauen werde. Für das Gehege hatte ich mir vorgenommen, daraus mal ein Betongehege zu machen. Als Material dafür habe ich mich für so eine Kalksteinwand entschieden. Die ist nämlich ziemlich praktisch, weil die hat so normale Bauparts. Ja, die kennt ihr ja mit diesem gelben Raster, wo man dann nicht, also wo man die nur auf der Stelle sozusagen nach links und rechts drehen kann und nicht nach oben und unten drehen kann. Und dann hat sie zusätzlich noch einige Teile in verschiedenen Größen, wo man dann halt wirklich alle Achsen drehen kann. Und deswegen hat man mit diesem Material meiner Meinung nach mit die meisten Möglichkeiten. Zudem kommt auch noch, dass man das alles am Ende einfärben kann, wie man möchte. Ach so, und falls ihr euch fragt, was dieser weiße Streifen da unten ist, das ist eine Lampe. Ich habe mir nämlich so gedacht, dass es ganz schön wäre, wenn dann später unter Wasser auch mal so ein bisschen Licht scheint und man dann vielleicht auch mal bei Nacht die Tiere dann noch unter Wasser erkennen kann. Was ich bei dem Gehegebau auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass je runder man ein Gehege baut oder mit je mehr Abrundung man arbeitet in dem Gehege, desto anstrengender ist das Ganze am Ende dann letztendlich, weil man halt, gerade wenn man dann Geländer und so selber auch abstecken möchte, das alles per Hand an den Bordstein von dem Weg anpassen muss und an das Gehege natürlich. Und ja, bei einer Rundung ist es dann nicht immer ganz so einfach, gerade wenn man bei Planet Zoo dann teilweise echt nur so sehr lange und klobige Wände, Geländer und sowas hat, wird dann halt eine Fleißarbeit und etwas zeitaufwendiger. Aber ich finde, bei so abgerundeten Sachen ist das Ergebnis dann am Ende auch schöner. Aber das ist auch natürlich Geschmackssache, ne? Ein eckiges Gehege kann natürlich auch sehr schön aussehen. Und wenn man dann nicht ganz so viel Zeit investieren will, dann würde ich halt auch versuchen, möglichst auf zu viele Abrundungen zu verzichten. Aber ich habe mir das Ganze jetzt vorgenommen und ich werde mich definitiv für euch und auch für mich dieser Herausforderung stellen. Und ich hoffe sehr, dass sich am Ende das Ganze auch auszahlt und das Ergebnis von dem Gehege dann auch richtig schön sein wird. Was natürlich auch nochmal super anstrengend ist, wenn man viel mit so Betonplatten und sowas baut, dass die halt, wenn man die einfach nur nebeneinander kopiert und dann so ineinander zieht, anfangen zu flackern, die Texturen. Das kennt ihr sicherlich. Und dann muss man die halt so ein bisschen nach oben und unten wieder bewegen und nach links und rechts, dann kann man das Problem halt lösen. Und deswegen wackel ich dann ab und zu so ein bisschen hin und her und passe das Ganze an. Also nicht, dass ihr euch wundert. Macht es halt auch alles nochmal schwieriger. Aber ich habe vorher auch noch nie so ein Betongehege gebaut. Deswegen war das auch mal was ganz Neues und Besonderes für mich. Ich kann euch aber auf jeden Fall sagen, dass es viel, viel mehr Arbeit ist, als wenn man ein Gehege mit Natur, Erde und den Terrain-Tools macht. Weil man da einfach Rundungen, Erhöhungen und alles Mögliche viel, viel leichter einzeichnen kann. Der Grundriss vom Gehege steht, wir waren aber noch lange nicht fertig mit der Betonarbeit und den Abrundungen. Denn ich wollte auch noch eine Betonfläche für die Kegelrobben bauen, wo sie dann auch an Land können und dann auch schlafen und essen können. Und ich hatte mir noch überlegt, dass wir natürlich auch eine Landfläche brauchen für diese, oh, wie heißt die denn, diese Visitor-Tour, die wir auf jeden Fall im Livestream getestet haben, wo dann dieser Mitarbeiter mit dem Mikrofon davor steht
und Fressen reinwirft und eine komische Rede hält mit Erinnert ihr euch noch daran? Total weird, aber ich würde das halt gern durch so ein paar Gehege dann durchziehen. Im Ottergehege sah es ja ganz cool aus und dann hier im Kegelrobbengehege vielleicht auch. Aber ich denke, durch diese Landfläche, die ich hier baue, haben wir definitiv dann noch die Möglichkeit, das im Nachhinein dann einzubauen, wenn wir das möchten. Als nächstes habe ich dann einen abgerundeten Tunnel gebaut. Dieser sollte dann unter dem Weg hindurchführen, welcher die beiden Gehegeseiten voneinander trennt. Und ihr merkt schon, wenn ich hier baue, wie viel Fleißarbeit das immer ist, wenn wirklich alles aus Einzelteilen besteht und man ja eigentlich so gut wie kein Terrain-Tool hier benutzt. Das ist dann richtig primelige Arbeit und immer wenn man irgendwas verändert, muss man die anderen Sachen auch anpassen. Also das ist echt sehr, sehr viel zeitaufwendiger und anstrengender. Überlegt euch das also gut, ob ihr wirklich ein Gehege in dieser Art bauen wollt, weil ihr müsst dann halt viel, viel mehr Zeit einberechnen. Hier habe ich dann nochmal so einen Rahmen gebaut aus so eckigen Metallrohren, die kann man dann nämlich auch farblich anpassen. Habe mich dafür eine dunkle Farbe entschieden, um nochmal ein wenig Kontrast in die ganze Sache zu bringen. Und dann musste ich natürlich auch mal testen, ob die Robben überhaupt durch diesen Tunnel tauchen können. Und die Tests haben ergeben, klappt einwandfrei. Ich habe den Tunnel noch ein bisschen verbreitern müssen, aber das hat jetzt optisch auch nicht so viel verändert. Und nach diesem Erfolgserlebnis ging es dann wieder weiter mit der Fleißarbeit, nämlich ein Geländer für das Gehege. Dieses habe ich auch aus den gleichen Betonteilen gemacht und diesem Metallgeländer, was ich ja schon sehr, sehr häufig und gerne verwendet habe, weil ich das einfach mit am besten finde von Planet Zoo, von den ganzen Geländern, die man da zur Auswahl hat. Rein optisch gesehen gibt es tatsächlich sogar welche, die noch auf jeden Fall schöner aussehen. Allerdings sind die doppelt so lang und deshalb sind die eigentlich fast immer unbrauchbar. Zumindest sobald man irgendwie etwas abgerundet oder so baut, weil dann diese 4-Meter-Teile einfach dafür viel zu lang sind. Ich finde sowieso, dass wirklich viele Teile bei Planet Zoo fehlen, die etwas kleiner sind. Zum Beispiel mal Bretter, die nur einen halben Meter lang sind, statt Minimum 2 oder so. Oder einer. Nee, Minimum ist glaube ich 1 Meter. Oder ja sogar noch kürzer, damit man einfach auch bei kleineren Sachen, wo man dann ein bisschen Details braucht, das Ganze leichter gestalten kann. Weil so muss man an so bestimmten Stellen immer so ein bisschen rumtricksen und dann wirklich viele, viele Teile durchklicken. Ich habe zum Beispiel schon teilweise den Buchstaben I aus dem Alphabet da verwendet und eingefärbt an bestimmten Stellen, weil kein anderes Teil gepasst hat. Ich meine natürlich nicht den Buchstaben, ich meine nur diesen I-Punkt oben, weil das einfach das kleinste Teil war. Und ich denke mal, ihr könnt verstehen, was ich meine. Also viele Bauteile sind viel zu groß, viel zu lang, um dann ja an bestimmten Stellen dann zu passen oder zum Einsatz zu kommen. Hier an dieser Stelle habe ich dann einen schönen Steg eingefügt, in der Hoffnung, dass die Robben dann später da sich präsentieren und sich schlafen legen, weil das sind ja diese neuen Schlafmöglichkeiten von den Wassertierchen. Und an der Stelle, wo ich diesen Steg jetzt platziert habe, hat man die Tiere dann auf jeden Fall richtig gut im Blick. Dann noch diese neue tolle Auftauchmöglichkeit für die Tiere. Und dann habe ich noch eine Treppe gebaut. Dabei habe ich versucht, den Stil, den ich momentan im Gehege habe, beizubehalten. Ich habe die Stufen aus Beton gemacht und dann noch ein bisschen hier den Rand mit diesem Geländer, was ja auch vom Steg ist, abgesteckt. Da sind ja diese tollen Lämpchen als ja, Geländerfaden sozusagen. Fand ich ganz schön und deswegen habe ich den hier einfach wiederverwendet.
Und damit die Treppe statisch so ein bisschen realistischer aussieht, habe ich nochmal ein schönes Holzgestell wieder in den Farben vom Steg darunter gepackt. Als nächstes war der Boden dran. Der war wiederum sehr, sehr einfach, weil ich halt ja über die Grenzen hinwegbauen konnte und das Ganze aus Beton und alles einfarbig. Deswegen ging das super schnell. Habe mich dafür ein helles Blau entschieden, damit das Wasser später richtig schön knallig blau aussieht von oben. Und dann habe ich hier vorne an der Stelle nochmal den Beton so ein bisschen zurückgeschoben, denn an dieser Stelle sollte der Mitarbeitereingang hin. Jetzt muss ich natürlich wieder alles mit der Betonwand einkleiden und an diese anpassen. Ich werde jetzt auch noch in den fortlaufenden Minuten von diesem Video einige Sachen, wo ich irgendwelche Betonarbeiten mache oder Änderungen vornehme, das werde ich einfach rausschneiden, um das Ganze für euch zu verkürzen. Weil zum Zuschauen ist das, glaube ich, nicht ganz so krass spannend, weil ihr habt ja, glaube ich, mittlerweile verstanden, dass ich hier jedes Teil halt einzeln ziehen muss und platzieren muss. Das ist halt eine sehr zeitintensive Arbeit. Und für euch werde ich es dann ein bisschen natürlich verkürzen, damit es knackig und schön zum Anschauen für euch ist. Ihr werdet dann am Ende ja sowieso das fertige Ergebnis sehen, also ist es, denke ich mal, nicht ganz so schlimm, wenn ich hier die ein oder andere Stelle nicht zeige. Jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Häuschen für das Gehege. Das soll so einen kleinen, ja, Mitarbeiterschuppen darstellen, wo halt die Mitarbeiter reingehen können und dann Werkzeug rausholen oder Futter, was sie in echt natürlich nicht tun werden, weil ich dort keinen Weg platzieren kann und ein Mitarbeitergebäude verstecken kann. Aber das macht auch rein gar nichts. Das war halt einfach ein Häuschen, was dann rein optisch ja, zu sehen sein soll. Die Mitarbeiterhäuschen werde ich mir dann später was einfallen lassen. Die kommen vielleicht da hinten in den Wald oder die werde ich im Boden versenken oder so. Ich habe mir da noch nichts Genaueres zu überlegt. Bei dem Haus an sich habe ich mich als Hauptmaterial für das neue Holzset von dem Aquatic Pack entschieden und das Ganze in einem schönen Blau-Türkis und Zwischenfarbe ist es, glaube ich, ne? Ja, eher blau, hellblau entschieden. Dann habe ich einmal rundherum Leisten gezogen. Dabei habe ich extra darauf geachtet, dass ich nur Material verwende, was ich später auch farblich anpassen kann, weil ich mir vorher noch keine Gedanken dazu gemacht habe, welche Farbe das Ganze haben soll. Und ich finde, man kann diese Farben immer am besten am Ende entscheiden, wenn das Gebäude fertig im Gehege steht. Und wenn man dann durchschalten kann, ja, zum Beispiel die Dachfarbe oder diese Balkenfarbe und sowas, das sieht man dann echt viel, viel besser, wenn man von oben guckt und das gesamte, ja, Gebäude bzw. Gehege dazu sieht. Und dann kann man das viel, viel schöner anpassen, finde ich immer. Ich hatte tatsächlich vorher auch einige größere und fertigere Bauteile mir angeguckt, gerade diese Dächer und sowas. Aber letztendlich habe ich mich dazu entschieden, das Dach und ja, das gesamte Haus bis auf die Wände aus einzelnen Brettern und Einzelteilen zu bauen, weil ich das immer irgendwie ein bisschen schöner finde. Dann kann man nämlich die Gebäude viel genauer anpassen und die Winkel von den Dächern ändern, wie man es halt haben will, die Schräge anpassen. Das ist einfach, es ist zwar anstrengender, alles selber zu bauen, das Einzelbrettern, aber es ist immer schöner, weil man dann mehr Möglichkeiten hat. Und deswegen, ich habe jetzt sowieso schon so viele Einzelteile verwendet, da kann ich jetzt bei dem Gebäude auch weitermachen, dachte ich mir. Und deswegen habe ich hier alles aus Einzelteilen gebaut. Das Dach habe ich dann einfach von diesem Vordach, was ich schon gebaut habe, kopiert und auch in der gleichen Farbe beibehalten. Und was bei so selbstgebauten Gebäuden immer sehr problematisch ist, sind diese, ja, wie nenne ich sie denn, Wandschrägen, die zum Dach halt so hingehen, die auszufüllen, weil es halt kaum Bretter gibt, die halt so spitz zu laufen, oder es gibt keine davon. Und deshalb muss man das dann wirklich immer in feiner Einzelarbeit irgendwie flicken oder mit diesen komischen, ja, es gibt ja diese Formen, die man einfärben kann. Damit kann man das auch noch relativ gut machen, weil es da auch so Dreiecke und sowas gibt.
jetzt noch ein schönes Lüftungsgitter an die Seite. Da hatte ich auch noch die Idee, vielleicht so einen Dampfausstoß dahin zu machen, aber die sahen leider alle nicht so gut aus. Die waren alle so ein bisschen zu stark für so einen kleinen Lüftungsschacht. Es wäre halt cool gewesen, wenn da ab und zu so ein bisschen Dunst rauskommen würde, so Wasserdampf oder so, so ganz bisschen. Und dann noch ein Futtertablett für die Kegelrobben, was ich so ein bisschen mit dem Beton in den Boden eingebaut habe. Und damit am Ende nicht alles komplett grau in dem Gehege ist, habe ich mich noch dazu entschieden, hier oben auf dem Beton so ein bisschen Begrünung hinzumachen. Ich hatte da tatsächlich auch schon Bäume in Aussicht, die ich schon seit das Aquatic DLC rausgekommen ist, unbedingt mal benutzen wollte, aber irgendwie nie die Möglichkeit dazu gefunden habe, weil es nicht so richtig gepasst hat. Aber diesmal in dem Gehege wollte ich das unbedingt machen, habe dann wieder diese total coolen Vierecke mit Begrünung da benutzt. Die sind echt super praktisch. Die sind ja quasi wie diese Erddinger, nur halt mit schöner Begrünung drauf. Die finde ich echt richtig gut, die Blöcke. Auf der anderen Seite neben der Tür habe ich dann auch nochmal so ein grünes Beet hin platziert. Und dann habe ich wieder viele Lücken und Bereiche mit Beton ausgekleidet. Hier vorne habe ich mich dann nochmal dazu entschieden, das Geländer abzurunden, damit es an dem Haus endet. Und dann habe ich hier das Ganze einfach ein wenig weiter im Boden versenkt, weil dort könnte man ja auch nirgendwo runterplumpsen. Und deswegen war es ja auch nicht wichtig, dass das Geländer hoch ist. Und ich fand es dann auch optisch ein bisschen schöner, wenn es dann an der Stelle niedriger war. Da muss ich auf jeden Fall noch eine Lösung finden für den Übergang von dem Beton zu dem normalen Terrain. Und normalerweise ist die Lösung bei so Übergängen in der Regel immer Felsen. Und deswegen habe ich auch hier mal mein Glück mit Felsen versucht. Und ja, noch ein bisschen herumprobieren, war ich dann auch mit dieser Lösung relativ zufrieden. Dann habe ich mich nochmal dem Bereich gewidmet, wo dieser Mitarbeitereingang ist, weil der hat mir auch noch nicht so gut gefallen. Deshalb habe ich den nochmal so ein bisschen verbreitert und habe dann nochmal versucht, diese Felsen, die ich auch am Eingang da gerade verwendet habe, dort auch nochmal unterzubringen. Habe den dann einfach sozusagen so ein kleines Dach mit den Felsen gebaut, das fand ich ganz hübsch. Ich muss auch sagen, dass diese neuen Felsen von dem Aquatic DLC, beziehungsweise Update, ich weiß gar nicht, von was die jetzt dazugekommen sind. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall diese neuen kleinen Felsen, die man farblich anpassen kann, die finde ich auch richtig nice. Also die kann man richtig gut verwenden und damit kann man Keys machen, damit kann man Akzente setzen. Also mit diesen Felsen kann man wirklich sehr, sehr gut arbeiten. Die kann man auch unter den Wasserfall einfügen. Also da hat man so viele neue, coole Möglichkeiten mit und deswegen gehören die hier auch auf jeden Fall zu meinen Favoriten. Dann habe ich noch eine Tür eingebaut. Dazu eine Klimaanlage und so einen Lüftungsschacht. Und vor der Tür, wenn man rein und raus geht ins Gehege, so ein kleines Abtropfgitter. Fand ich irgendwie auch ganz passend, dass da überschüssiges Wasser nicht aus der Tür rausläuft, sondern vorher in dieses Gitter halt abläuft. Als nächstes habe ich nochmal als kleines Detail so ein kleines Mini-Vordach über die Tür gemacht.
und dann auch nochmal die andere Seite ordentlich mit Beton eingekleidet. Dann die Felsen rüber kopiert und dort auch platziert. Vorne habe ich den Übergang von dem kleinen Bordsteingeländer hier zum Weg noch mal ein bisschen schöner gemacht mit so einer Schrägen. Und dann kam wieder eine Fleißarbeit. Ich habe wieder ganz viel Geländer kopiert und hier den Bordstein fein säuberlich abgesteckt. Dann wieder so ein bisschen Beton dahin. Und natürlich auch Felsen für den Übergang. Und das habe ich jetzt einmal rundherum erstmal durchgezogen. Hier habe ich jetzt einfach mal für euch ganz viel rausgeschnitten und ganz viel übersprungen, weil das war sowieso nicht so spannend, weil es immer dasselbe war. Jetzt wurde es aber wieder interessant, denn jetzt ging es um die Unterwasser-Viewing-Gallery. Ihr habt ja schon gesehen, dass ich am Anfang schon so einen Weg nach unten geführt habe. Den habe ich noch gar nicht erwähnt oder so. Aber jetzt sicherlich mitbekommen, was das sein soll. Und genau darum kümmern wir uns jetzt. Als allererstes muss ich natürlich jetzt das Ganze erstmal wieder mit Beton abstecken, damit es so aussieht, als wenn da einfach eine dicke Betonmauer ist und dort die Glasscheibe halt befestigt ist. Diese komischen weißen Pfeiler, die man in den Glasscheiben hat, so als ja, Trennpfeiler, die habe ich schön mit diesen Stämmen verdeckt, die ich auch schon bei den Stegen und sowas verwendet habe. Das hat natürlich vom Material und von der Farbe her super gepasst, weil dann sind wir unserem Stil auch wieder treu geblieben. Das finde ich ja sowieso immer ganz schön, wenn man das so macht. Als nächstes musste ich dann hier erstmal diese ganzen freien Flächen abstecken und zumauern, damit das wirklich so aussieht, als wenn das so ein Innenraum ist und nicht wie so ein halbfertiges Untergrundgedöns. Ein kleines Abstandsgeländer durfte natürlich auch nicht fehlen. Das konnte ich hier ganz gut auf dem Beton vorne platzieren. Und das haben wir wieder in dem gleichen Metalllook gemacht, den wir ja schon die ganze Zeit verwendet haben. Finde ich aber ganz schön, diese Kombination aus Beton, Metall und Holz. Und dann hatte ich hier vorne noch diese Ecke. Die konnte ich leider mit den Betonteilen nicht so gut abrunden, weil die halt zu groß dafür waren. Aber ich hatte natürlich eine relativ einfache Lösung, weil ich ja auch diesen Holzlook immer so ein bisschen habe. Deswegen habe ich dann einfach diese Holzbretter auch genommen und habe damit dann nochmal diese Abrundung geformt. Das fand ich sogar sehr, sehr schön, weil das halt nochmal so einen schönen Holzakzent gesetzt hat. Und für die Decke habe ich mir auch nochmal was Rustikales überlegt, denn ich habe einfach diese Schlafmöglichkeiten umgedreht und oben an die Decke geklatscht. Das ging dann relativ schnell mit ja, relativ wenig Teilen, weil die halt sehr groß sind. Ist natürlich immer dann so problematisch bei so abgerundeten Sachen, ja, weil dann halt immer so Lücken entstehen. Die kann man aber dann auch, indem man die, ja, diese großen Platten ineinander platziert, auch geflickt bekommen. Das ist dann zwar wieder friemelige Arbeit, aber nach diesem Gehege bin ich, glaube ich, diese ganzen anstrengenden friemeligen Arbeiten sowieso gewohnt und bin dann hoffentlich auch schon schneller in solchen Arbeiten. Den Eingangsbereich in die Viewing Gallery habe ich dann auch mit solchen Holzbalken gemacht. Und dann habe ich auch noch in dem Betonbereich über der Viewing Gallery, weil das so eine freie Fläche war, nochmal so ein schönes Beet wie im Gehege platziert. Die Ecke, wo es runterging in die Viewing Gallery, war tatsächlich ein bisschen friemelig vom Geländer her. Aber das habe ich dann auch einigermaßen gut gelöst, denke ich. Und jetzt war die ganze Fleißarbeit endlich fertig und ich konnte anfangen zu gestalten. Der schöne Part beginnt. Ich habe mich jetzt hier unten in der Underwater Viewing Gallery dazu entschieden, mal diesen neuen blauen Weg zu verwenden, weil den hatte ich noch gar nicht benutzt. Und fand ich auch ganz schön, so als Kontrast zu diesem Grau und dem Holz. Das hat eigentlich ganz gut gepasst. Und dann habe ich einfach angefangen mit ein paar
Gästeeinrichtungen wie Bänke, diese Infobildschirme und natürlich auch Beleuchtung zu arbeiten. Bei der Beleuchtung habe ich mich für so Holzlampen entschieden, die nicht so grell sind. Das habe ich aber auch absichtlich gemacht, weil wenn man zu grelles Licht hier auf dieser Seite installieren würde, dann würde man in der Nacht gar nicht mehr durch die Scheibe blicken können, weil das dann viel zu sehr spiegeln würde. Deshalb habe ich extra darauf geachtet, ein Licht zu nehmen, was halt nicht ganz so mega hell leuchtet. Was mir übrigens auch noch aufgefallen ist, was glaube ich neu ist, man kann mittlerweile angeben, ob die Lampen an sein sollen oder aus. Das heißt, die leuchten jetzt glaube ich auch bei Tag. Ich meine, man sieht es nicht, aber man kann es ja auswählen. Also ich gehe davon aus, dass das Ganze funktionieren sollte. Jetzt in der Underwater Viewing Gallery ist es natürlich nicht ganz so wichtig, weil da noch natürliches Licht vorne durch die Scheibe reinkommt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal eine Höhle oder so bauen würde, da wäre das, glaube ich, eine sehr, sehr coole Funktion. Ansonsten habe ich auch noch so Detailing gemacht, wie zum Beispiel Scheinwerfer über der Viewing Gallery, in der Hoffnung, dass diese den äußeren Bereich so ein bisschen beleuchten und dann man eventuell die Tiere ein bisschen besser in der Nacht erkennen kann. Und natürlich durfte auch der Unterwasser-Futterspender nicht fehlen. Den habe ich wieder mit so einem Lüftungsgitter verdeckt, weil ich den einfach echt nicht schön finde. Kann man ja zum Glück im Boden versenken. Und jetzt ging es als nächstes an diese Blumenbeete, die ich schon vorbereitet hatte. Und jetzt können wir endlich mal diese Bäume hier verwenden. Ich glaube, die kommen aus dem Aquatic DLC. Die heißen Flaschenbaum und ich finde die optisch richtig, richtig cool. Aber die sind leider nicht so gut unterzubringen. Aber ich finde, an dieser Stelle passen die wirklich richtig gut und perfekt rein ins Gehege. Um das Ganze noch ein bisschen interessanter zu gestalten, habe ich dann wieder meine kleinen Lieblingsfelsen hier ein bisschen versenkt. Und noch ein paar von diesen Wurzeln, die wir auch im Ottergehege verwendet haben, in den Boden gepackt, dass sie so ein bisschen rausgucken. Das macht immer schon was her, finde ich, dann sieht das nicht ganz so langweilig aus. Und so ein paar kleine Mini-Details habe ich dann auch noch platziert. Hier so zwei Säcke mit Futter, Nachschub, Streu. Keine Ahnung, was man für Kegelraum braucht. Irgendwas Nützliches ist da drin. Und eine Leiter, die kann nie schaden, wenn man mal irgendwo hochklettern muss, gerade bei diesen ganzen Betonwänden natürlich. Dann noch ein Fußball und ein Quietscheentchen. Und ich werde auch jetzt im Hintergrund noch ein wenig weiter gestalten. Aber das Video neigt sich jetzt dem Ende. Und ich glaube, ihr könnt jetzt verstehen, warum ich das Ganze in zwei Parts unterteile. Wir haben nämlich jetzt schon knapp eine halbe Stunde an Videomaterial, obwohl ich schon echt viel gekürzt habe. Ich hoffe dennoch, dass es für euch einigermaßen nett anzuschauen war. Das ist nämlich beim Speedbuild gar nicht mal so einfach einzuschätzen, ob man da jetzt hinterherkommt, ob es zu schnell ist, zu langsam. Falls irgendwas davon der Fall sein sollte, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich werde jetzt gleich noch vorläufig ein paar Bäume, Büsche und Klippen im Hintergrund platzieren. Ansonsten werde ich da wahrscheinlich in zukünftigen Videos oder Livestreams auch noch vielleicht das ein oder andere Restaurant hier platzieren. Da ist ja noch eine Menge Platz. Deswegen sieht das auch alles noch so ein bisschen kahl im Hintergrund aus. Aber das Ziel heute war ja das Gehege und damit sind wir gut fertig geworden. Die Underwater Viewing Galerie ist fertig und die Wege funktionieren gut. Ich werde jetzt gleich die Robben freilassen und dann zeige ich euch nochmal das fertige Ergebnis. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich mega über ein Like freuen. Falls ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und das hier ist unser fertiges Kegelrobbengehege.
Ja.